Hallihallo. Ja, was soll ich sagen? Die Tage flatterten ein paar schöne Briefe in meinen Briefkasten und ich dachte mir, ich zeige oder besser gesagt teile mit euch mal, was ich mir so Schönes gegönnt habe. Als erstes eine Bestellung von AliExpress. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß den Namen des Shops nicht mehr, aber den suche ich gerne nochmal raus. Und zwar habe ich erstanden einmal dieses komplette Set mit Gold-Washi-Tapes. Also weiß und gold. Kann man eigentlich nicht meckern. Sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Und das fand ich auch unheimlich süß. Das ist wie so eine kleine Filmrolle. Kann man schön im Planer mal markieren, wenn man irgendwie, Entschuldigung, das war meine Katze, kann man im Planer mal ein bisschen markieren, wenn man, weiß nicht, einen schönen Filmabend macht oder ins Kino geht. Wo ist denn der Anfang? Süß. Das gefällt mir. Ja, das war so das Erste. Dann konnte ich es nicht lassen und musste mir leider ein paar, ein paar Clearstands bestellen. Und zwar habe ich die von, so schlecht da drin. Scrapbook Shop, glaube ich. Aber auch da gucke ich lieber nochmal nach und ich werde es sowieso alles in der Infobox verlinken. Und einmal habe ich mir bestellt diese süße kleine Eule. Können die eigentlich nochmal ausprobieren? Und so, da meinte meine Kamera dann jetzt spontan sterben zu müssen, aber ich habe sie wiederbelebt. So, dann stempeln wir mal fröhlich Glühbirne. Vielleicht geht mir dann mein Plan ein Licht auf. Das sehe ich jetzt auch erst. Dieser Glühdraht hier sieht genauso aus. Moment, wo ist es? Wie das Herzchen, was hier noch bei ist. Da. Schön. Schade, dass Valentinstag schon vorbei ist. Wobei ich irgendwie jedes Jahr verpasse, wirklich mal so eine richtige Valentinstagsdeko zu machen, weil immer in dieser Woche irgendetwas anderes Besonderes ist. Und was für mich dann irgendwie mehr im Vordergrund steht, weil wir eigentlich gar nicht so wirklich Valentinstag feiern. Gut, ich kriege dann zwar immer so das obligatorische Blümchen, aber so wirklich, wie das halt so besonders in Amerika und ja dann teilweise hier auch viele Pärchen praktizieren mit übelst aufbrezeln und übertrieben schick essen gehen und keine Ahnung, Diamanten geschenkt zu bekommen, das handhaben wir jetzt nicht unbedingt so. So, ach da. Okay. So, nächster Stempel. Wir haben ja noch ein paar. Auch so ein Kandidat für Valentinstag. Das ist dann einmal hier steht Love. Auch nochmal so ein kleines Herz mit so Kringeln. Hier ist so ein Ornament. Und das Herz. Das finde ich unheimlich schön, weil das halt auch so in sich diese Ornamente hat. Wenn das jetzt beim Stempeln auch noch genauso gut funktioniert und dann gestempelt immer noch so schön filigran und geschnörkelt aussieht, wäre ich da echt glücklich drüber. Das hier drauf. So, machen wir auch mal wieder.
Stunde der Wahrheit. Also hier ist es ganz schön. Nur da nicht. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt an der Ecke doch etwas viel Stempelfarbe aufgetragen habe. Gefällt mir trotzdem gut. Kann man nicht so streng sein. So, was soll ich da machen? Next one, please. Die finde ich so schön. Ich habe immer mal überlegt, ob ich mal so ein, obwohl ich eigentlich mehr so der Kaffeetrinker bin, wobei ich ab und an so abends schon mal ganz gerne einen Tee trinke, oder eben auf der Arbeit, weil das meistens bei uns so ist, sobald man sich den Kaffee gekocht hat, ja, sind wieder Kunden da und dann kommt man erst dazu, den Kaffee dann kalt zu trinken. Und ich finde, so gerade bei so Tees wie, was war das denn jetzt? Wie so Pfefferminztees oder so, die schmecken dann auch ganz gut kalt. Deswegen trinke ich dann auf der Arbeit halt so zwischendurch auch mal ganz gerne einen Tee, aber während der Pause eher einen Kaffee. Aber ich schweife schon wieder ab, zurück zu meiner Teetasse hier. Ich hatte mal überlegt, ob ich mal so eine Tassenwoche, keine Ahnung, aber so ein Tee-Thema. Ich hatte das mal gesehen bei, Moment, Telefon, so, wieder da, genau, mit der Tasse. Ich hatte das mal bei der, Belinda Celine gesehen, die hat auch, kennen die meisten bestimmt halt auch, die hat auch bei Instagram diese Hashtags, Planning with Belinda, die dekoriert halt auch, total geil finde ich, ihren, Erin Condren, oder dann hat die auch einen Happy Planner und diesen, den Kate Spade. Und die hat, ich glaube, in ihrem Erin Condren hat die auch mal so eine Deko gemacht mit so einer großen Tasse und so. Und das fand ich irgendwie total süß. Und dann dachte ich mir, ach Mensch, das könntest du dir auch mal überlegen. Ja, und dann stöber bin ich eben hier auf diese Teetasse hier gestoßen. Und dachte, statt kleben könnte man die doch auch stempeln. Mal überlegen, was ich damit mache. Machen wir mal einen Grün. Lassen wir uns mal überraschen. So. Ja, die gefällt mir. Die ist schön. Da wird was reinpassen. Mal überlegen, habe ich überhaupt so ein Washi-Tape, was dazu passen würde? Oder muss ich da leider auch noch was nachkaufen? Moment. Nein, ich habe nur Cocktails. Noch ein Cocktail-Thema machen oder ich muss noch einen Cocktail-Stempel kaufen. aber da wird sich mit Sicherheit irgendwie was finden. So, du kommst wieder rein. So. Das haben wir hier. Knöpfe. Das sind auch total süß. Cute as a button. Und hier, oh, ist das süß. So ein kleines Kreuz. Seht ihr das? Das könnte man wahrscheinlich dann hier. Ah, okay. Genau, hier ist so ein Kreuz. Wie, man kennt das doch, wenn man einen Knopf annäht, gibt es auch immer diese Kreuzstiche für diese Knöpfe wie hier, die diese vier Löcher haben. Und hier, seht ihr das? Ist so ein einzelner Strich für die Knöpfe, die halt nur zwei so Löcher haben. Und dann könnte man doch wahrscheinlich den Knopf stempeln und dann in einer anderen Farbe das Garn in Anführungsstrichen. Das könnten wir ja eigentlich mal ausprobieren. Moment.
Den finde ich ganz süß. Oh, da ist sogar ein Mini-Knopf. Also die gefallen mir sehr gut. Ich habe als Kind irgendwie schon eine Leidenschaft für Knöpfe gehabt. Ich weiß nicht, fand die immer toll. So eine kleine Schatzkiste voll mit Knöpfen. Wobei man mich so für Nähen zum Beispiel überhaupt nicht begeistern kann. Also so Stricken, Häkeln, ja. Ja klar, und eben Planern. Aber Nähen, das ist so gar nicht meins. Ja. So schaut es aus. Ich habe einen Knopf angenäht. Das ist aber auch, glaube ich, so ziemlich das Einzige beim Nähen, was ich noch irgendwie hinbekomme. Naja, aber man muss ja auch nicht immer alles können, ne? Und mögen. Spaß dran haben. So. So, dann haben wir hier noch einmal diesen Bogen. Und der heißt Potpourri, glaube ich. Das wird ja so beschrieben. Ich fand den super schön, weil ich dann auch denke, man kann ja mit diesem großen Stempel auch schön so eine ganze Planerseite, zum Beispiel vielleicht in diesem Pixie Dust oder so, was halt eben so ganz, ganz zart ist, bestempeln. Dann hat man wie so eine Hintergrunddeko. Auch hier die schöne Ranke. Und ich muss gerade, glaube ich, zu meiner Schande feststellen, ja, passt nicht. Da muss ich wohl auch noch neue Acrylblöcke bestellen, wie furchtbar. Tja. Ja, dann werde ich das wohl irgendwann nochmal tun müssen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns dieses wunderschöne Stück vielleicht mal in Action an. Wenn es dann richtig schön zum Einsatz kommt. Leider noch ein bisschen mehr Schlaf. Wir haben die Tüte angegriffen, super. Gut, so, das letzte, was noch war, und da kommt mein Kater, möchte euch einmal Hallo sagen, aber du kommst jetzt wieder runter. Ich habe einen Tauschbrief bekommen von einem lieben Mädel aus der Philotube. Ist das überhaupt aus der Philotube? Keine Ahnung. Jedenfalls von Facebook, in einer von diesen diversen Philofax-Gruppen. Und ich hatte da das Video gepostet oder auch vielleicht ein Bild sogar gezeigt von meiner letzten Wochendeko oder von der aktuellen Wochendeko. Und zwar habe ich da mit diesem Starbucks-Sushi gearbeitet. Moment, ich zeige euch das. Mit dem hier. Ja, meine Karte möchte auch seinen Senf dazu geben. Ich weiß nicht, was ihn. Guckt aus dem Fenster und schreit die Vögel an. Mit dem hier. So. Und jedenfalls hatte sie mich per PN dann angeschrieben und angefragt, ob wir nicht vielleicht ein bisschen tauschen wollen. So. Da war ich ganz glücklich drüber, weil ich das bei euch halt immer sehe, wie schön so die Happy Mails bei euch aussehen. Und ja, mir bei ihrer Anfrage aufgefallen ist, dass ich das irgendwie noch nie gemacht habe. Und das hat mich total gefreut. Jedenfalls hat sie den Brief super schön dekoriert mit einem kleinen Kaktus. Und ich liebe ja dieses Herz, Roger. Ist auch so eine Sache, die ich noch habe. Super schön. So. Und wir haben uns jedenfalls Bilder halt geschickt von unserer kleinen Sammlung. Und ich habe mir die hierbei ausgesucht. Das Papier ist ja auch schon nicht so schön. So, einmal diese Schmetterlinge. Die passen auch gut. Vor allem jetzt in der Farbe zu dem Herzchen. Sehr süß. Nein, nein, nein. Nicht verknüpfen. So.
dann, da hatte sie mich vorgewarnt, dass das Ganze wohl nicht so. Oh, Entschuldigung, ich habe euch gehauen. Dass sie nicht weiß, ob sie es ordentlich aufgewickelt bekommt, weil das Ganze wohl nicht so klebt. Und habe ich gesagt, egal, das ist aber sehr schön. Ah ja, ich weiß, was sie meint. Genau, das ist so ein bisschen. Ja, tapiger, keine Ahnung, nicht so papierlastig. Aber ich finde dieses Muster so traumhaft schön. Und deshalb bin ich ganz glücklich, dass ich davon jetzt ein Sample habe. So, und dann habe ich hier nochmal eins bekommen von ihr. Vögelchen. Oh, das ist schön. Ich mag ich. Ich mag manchmal so diese Vintage-Sachen. Aber so wirklich hab ich mal festgestellt, manche von euch haben ja so einen wirklich extrem festen Stil. Also, dass das wirklich so eine klare Linie ist und trotzdem abwechslungsreich. Ich glaube, das habe ich gar nicht. Und ich glaube, da komme ich auch gar nicht hin, weil mir einfach so viele Sachen so gut gefallen. Na, dass das auf der einen Seite darf das halt gerne mal so ein bisschen edler sein. Dann verschiebe ich doch meine Goldwaschis hier nochmal ins Bild. Dann wieder so ein bisschen verspielter, ne, wie hier meine Eule oder jetzt auch hier die schönen Samples. Ja, und dann aber auf der anderen Seite wieder so ein bisschen Vintage. Ah, ich weiß nicht, das ist bei mir echt immer so ein bisschen tagesformabhängig. Und dann habe ich gesehen, jedenfalls, da hat sie mir noch diese Sticky Notes mit reingelegt. Die süß. Die würden zu der Teetasse gut passen, weil die haben doch hier wie so ein Kachelmuster und das erinnert mich hier so ein bisschen an diese Prielblumen. Super süß. Ja, so, das war's fürs Erste mit der Geldausgeberei. Aber ich habe ja jetzt hier eben beim Auspacken festgestellt, dass ich leider doch noch ein bisschen Geld ausgeben muss. Dementsprechend, ich werde euch auf dem Laufenden halten und ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüss.